Hallo zusammen. Die Frage, ob Sie Ihren Schlaf tracken, ist für uns sehr, sehr wichtig. Das Ganze gehört ja zur Datenerhebung zum Schlaf- und Regenerationsverhalten deutscher Arbeitnehmer. Und den Schlaf zu tracken, kann man erstmal nicht als negativ betrachten, haben wir gedacht. Jetzt sieht es aber so aus, wir haben ja unser Programm Fit for Sleep universitär validieren lassen und wir mussten feststellen, weil wir haben alle Probanden mit einem Tracker ausgestattet, dementsprechend wie auf dem Bild mit App verbunden, diese ganzen Sachen und so wie es auch bei einer Apple Watch, bei Fitbit, wie auch immer ist. Und was hat sich herausgestellt? Es gibt drei negative Auswirkungen. Erstens die Datenauslese. Das heißt, das, was hinter im Dashboard auf dem Smartphone zu lesen ist als Auswertung, die meisten können das gar nicht werten. Da gibt es dann so Dinge wie Schlafindex, wie auch immer, aber eine wirkliche persönliche Wertung ist unheimlich schwierig. Das heißt, es ist eher Stress, diese Daten zu bekommen, weil man kann sie nicht vernünftig einordnen. Das ist der Punkt. Das heißt also, wenn jemand schon nicht weiß, was eine Herzratenvariabilität ist, dann hilft einem auch nicht wirklich weiter, wenn man darüber eine Auskunft bekommt. Und das gilt für viele, viele andere Dinge auch. Der Schlafindex selber ist auch mit Fragezeichen zu betrachten, weil die Schlafdauer eine viel zu große Rolle spielt, wobei die eben angepasst werden muss individuell und zu lange schlafen ist auch nicht gut. Das ist das andere. Dann gab es viele technische Probleme, immer wieder Updates, dann gab es gewisse Dinge mit der Synchronisation, die nicht passten, all solche Sachen, auch das war negativ. Aber der größte negative Punkt waren wirklich die Nachrichten, die sich die Leute auf ihre Smartwatch, auf ihren Tracker geschickt haben. Das heißt also, jede WhatsApp, alles kam auf die Uhr vibrierte die ganze Zeit und das führte richtig zu Stress. Das heißt im Fazit, wenn Sie Ihren Schlaf tracken, ist das erstmal vollkommen in Ordnung. Wissen Sie wirklich, wie die Auswertung funktioniert? Dafür gibt es eben zertifizierte Schlaftrainer, die helfen Ihnen dabei und machen aus der Auswertung hinterher auch eine Intervention. Das heißt also, die sagen Ihnen, was es zu verbessern gilt und wie. Lassen Sie sich nicht alle Nachrichten vom Smartphone auf die Uhr schicken. Es ist am Ende nur Stress. Und wenn Sie das Gefühl haben, Sie, sag mal, sind gestresst, genervt davon, dass immer irgendwas technisch nicht funktioniert, lassen Sie die Uhr weg. Ich habe lange auch so eine Uhr getragen, habe sie irgendwann weggepackt. Und es geht wirklich deutlich besser, muss man sagen. Auf sowas gehen wir in unserem Kurs Fit for Sleep natürlich genauer ein, aber für den Infoblog haben Sie auf jeden Fall schon mal wichtige Infos bekommen. Und danke fürs Zuhören. Wir sehen uns beim nächsten Infoblog.